Verändertes Sternenbild. In kurzen Abständen erlebt ihr sich wiederholende Vorgänge, die euch Menschen stark beunruhigen werden. Denn ihr könntet sie euch nicht erklären und ihr fürchtet daher Gewalten, gegen die ihr euch nicht wehren könntet. Ihr werdet auch keine rechte Erklärung erlangen können, weil dies in meinem Willen liegt, dass ihr mit allen Möglichkeiten rechnen und jeder Einzelne sich entsprechend einstellen soll. Weil ich will, dass jeder Einzelne noch für sich selbst, das heißt, für seine Seele, einen Nutzen daraus ziehen soll. Wo der Glaube gänzlich fehlt, dort wird die Beunruhigung besonders stark sein, während die Gläubigen sich mehr oder weniger an mich halten und sich in meiner Obhut geborgen wissen. Dennoch sind es Erscheinungen, weil kosmisch bedingt, die große öffentliche Diskussionen zur Folge haben, sodass ein jeder Mensch auch selbst darüber nachdenken wird und sich auch seinen Mitmenschen gegenüber äußert. Zeitweise werden weltliche Interessen in den Hintergrund treten, doch sowie diese Erscheinungen vorüber sind, nehmen die Weltmenschen desto eifriger die Freuden der Welt wahr und nur bei wenigen bleiben Eindrücke zurück, die sie zu besinnlichen Stunden veranlassen und auch zur Wandlung des Denkens führen können. Bis sich die gleichen Vorgänge im Kosmos wiederholen und erneuten Schrecken hervorrufen. Denn von Seiten der Wissenschaft fürchtet man ernste Bedrohungen des Weltkörpers Erde, weil man vor rätselhaften Veränderungen steht im Sternensystem, die noch niemals beobachtet wurden und die eine ernste Bedrohung sein könnten für die Erde. Und die Ansichten der Menschen werden erheblich voneinander abweichen in der Beurteilung der Auswirkung. Es werden Menschen leichtfertig darüber hinweggehen und unbedenklich ihr Leben genießen. Es werden Menschen Vorkehrungen treffen, die völlig nutzlos sind. Und es werden wieder andere in sich gehen und sich mit ihrem Gott und Schöpfer gedanklich auseinandersetzen. Und ich lasse jedem seinen freien Willen. Nur suche ich unentwegt einzuwirken auf die Gedanken der Menschen. Dass sie sich recht bewegen, dass sie sich der eigentlichen Bestimmung des Menschen zuwenden. Dass sie in mir zur Ruhe kommen und nun von mir gelenkt werden können zu ihrem Seelenheil. Was aber wird sich ereignen? Das Sternenbild wird sich verändern. Es werden Sterne in andere Bahnen geleitet. Sie werden in einem anderen Verhältnis zur Erde stehen als bisher. Und dadurch werden Sterne sichtbar werden, die noch nie gesehen wurden. Und es wird einer als direkte Gefahr für die Erde in Erscheinung treten, weil seine Bahn eine Kreuzung mit der Erde befürchten lässet. Kein Mensch wird es glauben wollen, dass solches sich ereignen wird. Kein Mensch wird glauben, dass Naturgesetze sich verändern. Aber ihr Menschen stehet vor dem Ende. Ihr selbst bereitet etwas vor, was noch schlimmere Auswirkungen haben wird, denn was ihr unternehmet, das gefährdet die ganze Erde. Was durch meinen Willen eintritt, ist aber nur ein Vorzeichen des Endes. Es ist eine ernste Mahnung an euch. Und ich gebe euch nur so deutliche Zeichen der Existenz einer höheren Gewalt, dass ihr alle euch an diese wenden könnet und dass ihr dadurch auch eine direkte Gefahr für euch selbst abwenden könnet, wenn ihr, das heißt, eure Seele den rechten Nutzen daraus zieht. Was aber nachher kommt, das betrifft die ganze Erde und alles, was auf ihr lebt. Und darum trete ich zuvor ungewöhnlich in Erscheinung, ohne jedoch euch zu zwingen, mich selbst als den Urheber dessen anzuerkennen, was gewaltig ist in seiner Auswirkung, jedoch nicht die ganze Erde betreffen wird. Denn ich weiß um alle Naturgesetze und ihre Wirkungen. Ich weiß auch jegliches Geschehen abzuwenden oder zu schwächen in seiner Auswirkung. Was ich aber geschehen lasse, es dienet immer nur euch zur Rettung, es soll euch zu mir hintreiben, es soll euch Menschen einen Gott erkennen lassen, zu dem ihr flüchten sollet, weil er euer Vater ist.
Es ist das letzte Zeichen, bevor das Ende kommt. Es ist der letzte Versuch meiner Liebe und Erbarmung, zu retten, was noch zu retten ist. Amen.